Das ist es, das neue Trainerteam der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Steffi Jones als Bundestrainerin mit ihren Assistenten Markus Höger und Verena Hagedorn. Die Aufgabe allerdings wird keine einfache, denn erst vor wenigen Tagen haben die Fußballfrauen einen der größten Erfolge für den DFB gefeiert. Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Jones Vorgängerin Sylvia Knight hinterlässt eine große Bürde, stellt sich die Frage nach Segen oder Fluch. Nein, das ist auf jeden Fall ein Segen, weil es mein Traum ist, der hier wahr wird. Und ich vergleiche mich nicht mit Sylvia Knight. Und es ist auch nicht, ich trete nicht in ihre Fußstapfen, das geht gar nicht, sondern sie ist die erfolgreichste Trainerin. Sie hat ganz viele Titel gewonnen und meine Aufgabe und mein Wunsch ist es, die Erfolge fortzuführen, aber mit meiner Handschrift und als Steffi Jones. Und was sind die Ziele von Steffi Jones? Mein größtes Karriereziel ist einfach erstmal jetzt die EM, die halt kommt, das ist klar. Da wollen wir auch mit dem Ziel hin, Europameister zu werden. Und da ich nur einen Zweijahresvertrag habe, ist das erstmal das nächste Ziel, ja. Nach einer Sitzung mit allen Bundesliga-Trainern hat Jones ihr Konzept bereits präsentiert. Es hört sich durchaus erfolgsversprechend an. Unsere Spielidee ist, dass wir variabel sind in unserem Spielsystemen, dass wir uns nicht nach dem Gegner richten, sondern wir bestimmen das Spiel. Wir sind dominant und von daher ist es jetzt nicht eine Spielkonzeption, sondern wir müssen gucken, dass wir einfach so weiterhin variabel bleiben und dementsprechend die Spielerinnen auch ausbilden. Steffi Jones, selbst eine sehr erfolgreiche Fußballerin mit über 100 Spielen für die Nationalmannschaft. Jetzt soll auch die Trainerzeit vergoldet werden. Ich hoffe, dass sie golden wird, aber dafür muss man auch was tun. Man kriegt nichts geschenkt und deswegen werde ich Schritt für Schritt, Tag für Tag darauf hinarbeiten, dass wir erfolgreich bleiben und hoffentlich dazu führen, dass wir Europameister werden 2017. In 3 Wochen wird es ernst für Steffi Jones. Dann steht das Qualifikationsspiel gegen Russland auf dem Programm.